Hier, das da. Madis. Also darf ich es wieder eröffnen? Du kannst gerne eröffnen, wenn du möchtest. Nee, ich bin nicht durch. Welche Farbe? Hab ich da jetzt einen Döner drauf? Egal, ja. Wie viele Decke? Ach, Digga. Wie viele Decke, genau. Wie viele Bälle gehen heute an die Decke? Beim Einschlagen? Generell. Na, einer von mir auf jeden Fall. Ich möchte Zahl haben, bitte. Also wenn du zuspielst, dann sehr viele. Ganz ehrlich. Du brichst mindestens 3 in die Decke. Okay, und wie viele anderen gehen in die Decke? Wie viele Annahmen? Ja. Gar keine. Ich verpacke alles und das Netz. Erik, die Frage des Tages ist heute, wie viele Annahmen gehen an die Decke? Gut, dass du mir das vorher schon gesagt hast, die Frage. Ich habe es immer noch nicht überlegt. Es kommt natürlich voll drauf an, wie viele Sätze wir spielen. Ich sag 8 pro Satz. Das ist keine Aussage. Das ist keine Aussage. 24. Wir spielen nur 3 Sätze, wir gewinnen 3-0. Sind es? Die Frage ist ja doch eher, wie viele gepritschte Bälle gehen an die Decke. Bei den gepritschten Bällen an die Decke sieht sich der Tim S. Danke, Welle. Ja. Wie Bridge-Schlagweißer? Das geht der Körper hoch. Der Ball geht so gegen die Decke. Oder einmal durch die Finger durch. Wie viele Annahmen gehen heute an die Decke? Ich gedacht, 5. Mindestens 3 Dates und 2 Annahmen. Und ein Gebrichter. Wie viele Bälle gehen an die Decke? 12. Weißt du was? Hallo! Hast du gerade gesehen, ich hab Max Rieger's Gesicht geworfen. Super. Ich brauche noch eine. Wie viele Bälle gehen an die Decke? Wie viele Bälle? Spielen wir heute 3 Sätze oder 5 Sätze? 3. 3? Okay, dann 40. Okay. So, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Wie viele Bälle gehen heute an die Decke? Oh, ich sag 14. Was? Wie viele Bälle gehen heute an die Decke? 5. Maximal 4, komm. Wie viele Bälle gehen heute an die Decke? Also beim Einschlagen alle. Hängt davon ab, wie gut du heute abwehrst. Aber aus den anderen Videos weiß ich natürlich, dass du es nicht schaffst. Ich glaube viele. Wie war das oder berührt er dich? Ja. Das wird halt schwierig, ne? Shit. Du spielst ja eh nicht. Irgendjemand wird schon an die. Danilo schafft's. Vier, komm. Du spielst gegen den amtierenden Weltmeister. Das stimmt nicht, weil in Mühldorf habe ich gewonnen. Ich kann nicht verstehen. Los, der kurz, Junge! Kein Kommentar dazu für heute. Mal Speedrun. Der ist gut. Das ist allem was, echt schnell. Nach mir bist du mal in Runde. Nicht immer bloß uns beim Verpacken zuschauen. So, Timmy, auf geht's. Erster ist Bonus, da hast du noch keinen Druck. Nee, du musst unter dem Korb stehen, Kollege. Oh. Ja, jetzt ist halt Druck da. Oh, reingezittert. Ah. Wolltest du von unten schmeißen? Ich hab's verliert, ja, ich. Oh, das wäre noch zu viel Glück. Herr, darf ich noch kurz eine Szene im Vlog übernehmen? Ja. Ist mir jetzt spontan eingefallen. Timmy? Auf Ansage oder auf Aufruf, mach mal den Hopserlauf. Bitte was? Mach mal den Hopserlauf. Viele Menschen können keinen Hopserlauf. Okay. Okay, Danilo, mach mal den Hopserlauf. Ist eine Frage der Woche, Ersatz. Mach mal den Hopserlauf vor. Was? Den Hopserlauf. Erik, du bist ja der Scout-CEO, richtig? Ja. Was? Ist Anzug am Arbeitsplatz Pflicht, sagst immer. Du? Immer. An jedem Arbeitsplatz. Sie sind ja nicht nur CEO, sondern auch Gründer von Scout. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Rucksäcke für Grundschüler zu verkaufen? Ja, das ist wichtig, weil sonst laufen wir herum wie die letzten Deppen. Und die Mädels mit den Handtaschen, das ist scheiße für die Wirbelsäule. Und als Sportstudent muss man natürlich hier ausgeglichen, dass sie hier ihre schweren Schulbücher immer am Rücken haben. Sie bekommen ja sicherlich auch was mit von den Gerüchten, die rumgehen, dass sie, dass sie das Unternehmen nur gegründet haben, um dank ihrer Größe unter Grundschulkindern aufzufallen. Was sagen Sie dazu oder wollen Sie dazu Ihre Meinung kundtun? Ja,
Macht Sinn. Macht Sinn? Was sagen Sie dazu, dass Sie Ihren Erfolg auf dem Rücken von Kindern aufgebaut haben? Ja, wie halt jede asiatische Firma. Zur physischen Arbeit der Kinder? Ja. Bin wieder da. Wollen Sie dazu was sagen, oder? Ja, ist richtig so, weil sonst lernen die es ja nie. Ja, okay. Also, Benni? Ja? Was sagst du dazu, dass deine Kinder besser bridgen können als du? Die werden besser als jeder von uns spielen irgendwann. Insofern finde ich gut. Ich bin jetzt hier nicht mehr wirklich Spieler, sondern eher Trainer schon im Herzen, ne? Mit meinen 40 Jahren, deswegen, das passt schon. Denen gehört die Zukunft hier, nicht mir. Ja? Jetzt hol dir den Ball und schlag an die Uhr. Er war motiviert. Hey! Das war nicht die Uhr, aber das war cool. Ich muss einmal unsere Führung bekommen. Das war's mit Fußball. Nein. München! Eine Defense mehr als ich. Gegen VCO. Ich weiß nicht, wer das Spiel auf 12 Uhr gesetzt hat. Das ist wirklich bodenlos. Alter. 12 Uhr ist wirklich, wirklich bodenlos. Aber ich hab Bock. Jetzt gleich wird sie noch Essen gemacht und dann geht's ab in die Halle. Also, die Bananenschale lag hier. Dann kommt der Schiri zu mir und sagt, ich soll die Bananenschale weglegen, weil wenn jemand drüber springt, ist es gefährlich. Ja, ja. Da, der fucking hat Mario Kart. Ja, wollte ich sagen, der hat so viel Mario Kart gespielt. Haben Sie das nicht mal bei irgendwo Mythbusters oder so getestet? Ob wie rutschig wirklich Bananenschalen sind? Adam has definitively proved that banana peels are slippery. Brauchst du den Schlüssel, Timmy, gib mir den Schlüssel. Ich hab keinen Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Sag mir jetzt den Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Heute mit, was sagst du? Ja, geil, wird gut. Riechen. Leck mich am Arsch. Im Arsch? Im Arsch. Im Arsch. Leck mich und am. Ist drauf, oder? Schön sind wir nicht, aber lustig. Hey, Timmy. Hallo, Timmy. So, wir müssen jetzt ein bisschen Vlog machen. Mhm.
Es ist nämlich Patchs erster Tag als Mittelblocker. Wieder? Ja, hat er schon mal Mittelblocker gespielt? Ja, das ist fantastisch. Naja, auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt. Ich spiele heute nicht, deswegen werde ich ihn einfach die ganze Zeit verfolgen mit der Kamera. Und Tim, du darfst die erste die Frage beantworten. Wie viele One-on-One-Blocks holt sich der Patch in der Mitte heute? Ich sag genau einen. Genau einen. Dann gehe ich mal weiter. Wie viele One-on-One-Blocks holt er sich heute in der Mitte? Ich glaube nur einen, weil sie keine Mitte spielen werden. Weil wir sie so rausschießen in der Mitte. Ja, und weil sie es auch so nicht machen. Okay, perfekt. Dann gehen wir mal zum Trainer. Hallo Trainer. Also wir haben ja heute krasses Debüt vom Patch als Mittelblocker. Ja. Wie viele One-on-One-Blocks meinst du, holt er sich in der Mitte? Gut, dass ich mir die Frage ausgedacht habe. Und ich habe vorher schon gesagt, keinen, weil wir sie so krass in der Annahme rausschießen, dass sie nicht über die Mitte spielen können. Aber der Patch ist krass, der holt sich trotzdem 3. Hey Max. Ja. Hi. Ich bin der Typ mit dem Vlog heute. Geil. Der Patch, der spielt ja heute Mitte. Wie viel One-on-One-Blocks meinst du, holt er sich heute in der Mitte? Großartig 2. Das könnten jetzt 6 werden oder halt auch 10. Wie viel One-on-One-Blocks holt sich der Patch heute in der Mitte? Oh, 3. Hey Tim. Du als einzig übrig gebliebener Mitte, du kannst die Frage bestimmt sehr gut bewerten. Okay. Ja. Okay. Wie viel One-on-One-Blocks holt sich der Patch heute in der Mitte? 2. Wenn er Glück hat. Ich wünsche ihm mehr. Okay. Dann schauen wir mal zu Patch. Na Patch, wie läuft's mit deinem Knie? Gut. Ja. Wir haben schon hier die Frage der Woche hier geklärt. Oh, ja. Die Frage, die bezieht heute dich. Mich? Ja, weil du bist heute der Spieler, auf den alle schauen werden. Ja. Alle schauen auf dich, weil du die wichtigste Position heute bekleiden werdest. Ja. Sowohl unsere Mannschaft als auch die Gegner. Ja, genau. Deswegen ist die wichtigste Frage, die wir uns heute stellen, wie viele One-on-One-Blocks holst du dir heute in der Mitte? 4. 4? Dann hoffen wir, dass das Knie hält. Bis du 4 Blocks hast. Da ist ja dein Mann, da schauen wir mal, was er so macht. Oh ja, ist stabil. Stabil. Es tut jetzt schon alles weh. Es tut jetzt schon alles weh. Ist blöd. Der Patch sieht auch ein bisschen aus, als würde ihm alles weh tun. Nur Knie. Wir schauen uns das jetzt an. Erster Punkt. Kriegt der Patch den Ball? Safe, oder? Wenn die Annahme steht, ist das safe Mitte. Jungs, da Block Mitte, sag ich dir. Passt auf den Patch auf. Tim, der Patch. Bitte Bein richtig stellen. Bein richtig stellen. Und Netz. Ja, krass. Den hat der Hopp. Hoppe! Bizeps! Bizeps! Au, au! Au, au! Bizeps! Bizeps! Go Patchy, hol ihn hier.